Hallo Leute und willkommen zurück zu Space Engineers. Ja. Oh Mann, es geht schon wieder los. Meine Herren, ich dachte. Ja, ihr seht vielleicht hier gerade so einen kleinen Unterschied. Und ja, ich habe da mal so ein bisschen was vorbereitet. Zum Ende des Parts werde ich den halt so einen kleinen Abschluss für diese Welt denn haben. Oder ihr werdet das denn haben. Na, wie ihr auch sehen könnt, ich habe das Schiff jetzt auch schon benannt. Ja, was das hier auf sich hat, das würde ich euch dann zeigen. Aber ja, das wird jetzt die letzte Folge halt hier auf dieser Welt oder halt in dieser Galaxie, wenn man es so will. Und ja, ich habe mir gedacht, ja, um halt so ein bisschen hier uns von dieser Galaxie ja zu verabschieden, habe ich mir auch so ein bisschen was einfallen lassen. Ja, aber das kann ich hier halt nicht von Anfang an der Runde machen, also von Anfang an machen. Habe ich mir gedacht, ja, bauen wir mal erstmal so ein bisschen das Schiff hier zu Ende. Jo. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Da. Ist das doch 3 hoch? Nee. Gut. Ich sehe nämlich gerade gar nichts hier. Wo ist mein Schiffchen? Jo, mal ein bisschen näher ranfliegen. Ne? Ja, jedenfalls, ich habe mir gedacht, ja, je nachdem, wie es hinkommt. Also, ich baue jetzt das Schiff noch soweit fertig. Dann nehmen wir das große Schiff da soweit noch auseinander. Und ja, dann war es aber das auch für die Runde. Für diese Welt. So. Nie. Ah. Ja. Ja, ich habe jetzt auch schon wieder so ein paar. So einiges an Zeit. Jetzt. Geh doch weg! So einiges an Zeit für diese Vorbereitung jetzt schon wieder in Anspruch genommen. Da habe ich halt so ein paar Klamotten so ein paar Klamotten halt im Kreativ gebaut. Und ja, so einiges für euch immer ein bisschen vorbereitet. Also, ja, lasst euch überraschen einfach, ne? Nee. So. Jetzt habe ich auch mehr oder weniger schon wieder die falschen Blöcke drin. Ja, aber das hat auch wieder einiges an Zeit in Anspruch genommen. Also, ich war jetzt mehr oder weniger. Na komm, und es dreht sich schon wieder nicht so, wie ich das will. Mehr oder weniger schon wieder 6 Stunden hier am Machen und Vorbereiten. Damit wir so einen kleinen Abschluss halt für diese Welt finden können. Und das dreht sich schon wieder nicht so, wie ich das will. Ich hasse das. Willst du mich verarschen oder was? Das immer nicht so dreht, wie ich das gerne hätte. Ja, natürlich nicht.
Und so. Das war eigentlich mehr oder weniger auch schon wieder Blödsinn. Ja, nochmal weg. Weil wir müssen ja trotzdem, wir müssen ja hier das noch zukriegen hier. Wir müssen das hier ja noch zukriegen. So, jetzt mache ich das aber auch erstmal. Nee, also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass das wieder so viele Stunden in Anspruch nimmt. Nee, die Ecke. Ja doch, die Ecke können wir noch drin lassen, das geht noch. Ziemlich weit vorne, ne? Ja gut, dann ist es halt ziemlich weit vorne, die eine Ecke hier. Ja. Habe ich ja schon mal gesagt. Soll ja nicht unbedingt einen Preis gewinnen für Schönheit. Das Ding hier. So. Oh, Mann, ich weiß nicht, ey, was das manchmal ist, ey. Kaum mache ich die Aufnahme an. Ist der PC schon wieder komplett überlastet hier und stottert wieder. Ja, aber ihr könnt es euch vielleicht so ein bisschen denken, was ich vorhabe. Also für die Leute, die halt meine Update-News auch so ein bisschen mitverfolgt haben, die haben das wahrscheinlich auch mitgekriegt, weil es gibt ja jetzt mit dem letzten Update ist ja halt der Sauerstoff hinzugekommen. Und da habe ich ja selber gesagt in den Update News. Ja doch, den können wir noch lassen. Habe ich ja gesagt, dass wir halt die Welt wechseln. So. Und so. Da machen wir denn das. Dürfte passen, ja. Kann ich das... Das doch nicht. Also das wird jetzt halt der letzte Part hier in dieser Welt. Oh ja. Naja, mal gucken, was wir jetzt noch machen. Ja, mir hat auch dieser Startasteroid nicht so sehr gefallen. Deswegen gucke ich auch gleich in der nächsten Welt, wie das denn aussieht. Ob wir denn ein bisschen was Besseres finden. Jo, dann brauche ich jetzt mal wieder runde Blöcke. Ich brauche den hier. Glaube ich. Ja. So. So. Und so. Das war ein bisschen zu weit. So. Ja, aber wie ihr auch sehen könnt, das Schiff ist hier jetzt so ziemlich fertig. Aber ich bin halt noch am Überlegen, also... Ja... Ah, ihr werdet ja sehen, was ich meine. So.
richtig oder ist das jetzt falsch? Nein, nicht. Oh. Ja, durch dieses Gestotter kann ich das nicht so richtig steuern. Jetzt hat er sich wieder zurückgesetzt. War ja klar. So. Das. Gut. Guti gut. Das. Ja, das ist schon ein ganz schöner Klotz geworden, gebe ich ja selber zu. Oh, jetzt muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Ey. Ich habe jetzt hier, wie ich gesagt habe, eben. Ich habe jetzt wieder schon wieder so lange hier. So lange jetzt im Kreativ gebaut hier. Und da ging alles so, das Bauen ging da so ein bisschen. Ja, ist ja klar, geht ja natürlich leichter, ne? Braucht man ja auch keine Materialien großartig. Jo. Jo. Ich wollte drehen. So. So. Ja, so. Jetzt muss ich bloß halt gucken, ob ich mit meinem Flexschiff da überhaupt vernünftig hinkomme, so. Naja, schauen wir mal. Na komm schon. Jo. Ich hoffe, dass das jetzt richtig rum ist. So. Kann ich sogar noch einen nach außen gehen? So. So. Ja, da ja hier die Triebwerke sind, kann ich natürlich nicht ganz so machen. Hier muss ich natürlich nur so arbeiten. So. Ja, aber ihr seht es ja. Also das kriegen wir auf jeden Fall heute fertig. Ah. Das sieht wieder so ganz komisch aus hier. Obwohl ich alle Tasten auf Standard zurückgesetzt habe. Ja. Müssen wir so machen. Ist zwar jetzt nicht so schön. Vielleicht haue ich den nochmal raus. Und jo. Nee. Sieht auch blöder aus.
Jo. Aber hier machen wir mal ein bisschen was anderes. Hä? Ach. Die wollte ich haben. Oder? Nee. Sieht auch blöder aus. Geh doch weg, Mensch. So, dann machen wir es halt so. Nein. Ja, manchmal reagiert er dann doch nicht so richtig. So, was hatte ich denn da jetzt hingesetzt? Einen Geraden? Zwei Grade. So, und da hatte ich halt den dran gesetzt. So, so. Und halt hier noch einen. Na komm. Na, da hatten wir es doch eben. Jo. Komm, kann ich denn wenigstens die zwei Ecken hier jetzt noch reinhauen? So. Nein. So nicht. Ja, jetzt muss ich bloß gleich noch mal gucken wegen den Landing Gears hinten. Ja, normal hatte ich die jetzt schon auf richtige Höhe gebracht. Das ist mal ein bisschen erleichtert. Ja, aber so wie es aussieht, schaffen wir es doch nicht mehr, ey. Das andere Ding da anzufangen. So, also. Sehen wir mal zu hier, ne? Ja, die Folge wird auf jeden Fall wieder ein bisschen länger. Aber das will ich jetzt hier schon noch fertig schweißen. Ja, könnt ihr mal sehen, wie schnell das geht hier. Nee, das machen wir jetzt noch fertig. Und wenn das eine 45-Minuten-Folge heute wird, weil es soll ja, kommt ja noch das Ende. Der Abschluss von der Abschied von dieser Welt hier. So. Ach ja. Na komm, gib Gösser. Sieh zu da. Meine Leute warten hier.
Ja, manchmal hilft das, wenn man so ein bisschen hin und her wackelt. Weil teilweise... weiß ich nicht, sitzt da fest oder was man auch immer dazu sagen mag. So, habe ich jetzt alles? Na, ich hoffe. Nein, habe ich nicht. Da haben wir was vergessen. Ach ja, die Home-Taste. Ich hasse sie. Na komm schon, meine Herren. Ja, ihr könnt es ja wahrscheinlich auch, oder habt es schon wahrscheinlich an der Anzeige gesehen. Ich habe jetzt auf der Welt auch schon das Oxygen eingeschaltet, was es jetzt neu gibt. Aber ich habe es ja auch in meinen Update-News schon mal erwähnt. Ja, halt in dieser Welt gibt es kein... Lass mich doch mal weg hier. Entschuldigung. Halt in dieser Welt gibt es jetzt keinen Eis-Asteroid. Ich habe extra hier schon mal stundenlang rumgesucht, bevor ich das Update gemacht hatte. So, prinzipiell. Ja, gut, wir haben es, Leute. Ja gut, hier habe ich noch ein bisschen was vergessen. So eine kleine Verkleidung wenigstens für die Landing Gears. So eine kleine Verkleidung wenigstens. Ja, ich sag es, ich hab's ja auch schon mal gesagt, also ich vermisse es immer noch, dass es halt keine Landing Gears gibt, die man halt einziehen kann. So, das da noch hin. Ja, wie gesagt, also wenn das heute ein... Auch wenn das jetzt heute ein 45-Minuten-Part oder so wird, dann ist es halt so. Aber die Verabschiedung von dieser Welt machen wir auf jeden Fall noch. Und halt das große Schiff nehmen wir noch auseinander. Das geht ja jetzt mit diesem Schiff hier, sollte es eigentlich ziemlich schnell gehen. So. Tatsache, passt Tatsache nicht mehr rein. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Zwar ein bisschen länger gebraucht als eigentlich geplant, aber naja. Boah, da. Ja, jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Ich wollte noch. Ja, aber wo packe ich die hin? Das ist jetzt die Frage. Mensch, wir haben doch so viel Platz. Ich wollte schon sagen, wieso ist denn das so dunkel hier, wollte ich gerade sagen. Ja. Machen wir da einen hin. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommis schreiben, was haltet ihr von den neuen Updates? Dass es jetzt halt richtige Luft gibt, in dem Sinne. Entschuldigung. Ich vergesse immer die Taste zu drücken. Ich habe zwar jetzt eine Taste und ich finde schon wieder die Gyros nicht. Meine Herren. Ja, nein, das ist Motor. Ja, meine Rede. Also, manchmal da klappt das nicht. Wieso auch immer. So. Ja, das ist, liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Ding einfach so massig geworden ist. Das sind ja jetzt doch schon einiges an Blöcke, ne? So. So. Naja. Boah, Alter.
Boah, Alter, das Ding bewegt sich auch kaum. Wieso? Verstehe ich jetzt nicht. Das sind doch noch nicht mal Heavies. So, also drei Stück müssten aber jetzt auch auf jeden Fall reichen. So. Naja, reichen ist was anderes. So, dann schauen wir mal, ne? So, hatte ich da eigentlich schon... Nein. Ich tatsächlich noch keinen... Kontrollfeld. Wo sind sie denn, Schleifer? Nee, das ist Scheinwerfer. Hier unten Schleifmaschine. 1, 2, 3, 4. Flex. So. Da, Gruppen. An, aus. Und Gas. Ja, schauen wir doch mal, ne? Jo. Ja, keine Bange, ihr kriegt die, ihr seht gleich den Abschied. Weil ich will das Ding hier jetzt selber mal ein bisschen ausprobieren, ob sich das überhaupt vernünftig gelohnt hat. Ja gut, könnt ihr ja auch sehen, wie schnell das geht. Wenn man, das sind jetzt gerade mal 4 Blöcke, wenn man die auf einmal schweißt. Ich weiß nicht. Ja, diese 6 Stunden Vorbereitung, die hat schon ein bisschen hier meine Kondition genommen. Naja, mal gucken, vielleicht erzähle ich euch dann auch so ein bisschen was, was denn halt in der nächsten Staffel, wenn man so will, dann mehr oder weniger die Story ist. Weil es geht ja dann mit der Story mehr oder weniger weiter mit unseren Astronauten. Weil ich hab's ja jetzt im letzten Part, habe ich ja halt die Geschichte halt so weitergeführt, dass der halt festgestellt hat, dass er kein... ja, dass ihm der Sauerstoff ausgeht, ne? Und dass er halt sich umgeguckt hat und halt nichts gefunden hat. Ist ja auch richtig so. Weil, falls ihr das Problem habt und die Eisasteroiden suchen seid, aber schon eine gespeicherte Welt habt, müsst halt eine neue, komplett neue Welt anfangen. Das ist leider zwingend erforderlich. Weil in gespeicherten Welten werden diese Eisasteroiden nicht generiert. Aber das habe ich ja alles schon im Patch-Video gesagt. Ja. Also wer es verpasst hat, kann sich das Patch-Video ja nochmal angucken. Jo, das geht doch ganz schön flott, also muss ich schon sagen. Aber ich will dieses blöde Schiff hier endlich weg haben, ja. So. Da haben wir ja jetzt eigentlich auch schon lang genug dran gesessen. Und dann kam ja immer wieder was dazwischen. Wir haben mal wieder was anderes angefangen. Aber immer wieder was anderes gemacht. Ja. Naja.
Und gerade aus diesen, für dieses Schiff hier haben wir das Ding hier doch erst gebaut. Jo. Ja, könnt ihr auch schon mal sehen, wie flott das hier geht. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieses Ding hier zu bauen. Ja, das dauert natürlich, so ein Teil hier auseinanderzunehmen. Auch wenn er jetzt hier die Schiffe kapert oder so. Na, dauert das natürlich auch immer seine Ewigkeit. Jo. Ja, der Part wird heute mal eine richtige Überlänge. Ich weiß, ihr wollt das zwar nicht mehr sehen hier, das haben wir jetzt schon lang genug gemacht, aber naja, komm. Es ist jetzt das letzte Mal, dass wir jetzt hier in dieser Welt dieses riesige Schiff hier auseinandernehmen. Das kommt ja nicht mehr vor. In der neuen Welt, da habe ich da halt ein bisschen was anderes vor. Ihr werdet es dann ja sehen. Ja, aber ihr könnt sehen, also das Design, das hat schon ein bisschen was gebracht hier. Mit den vier Grindern. Jo, komm, gib Gas da. Ja, ihr könnt es ja sehen, wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Ich weiß zwar jetzt schon, dass gleich wieder ein Stück abhauen wird vom Schiff, aber naja. Dürfte zwar normalerweise nicht passieren, aber ach. Ja, ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Die Ressourcen können wir ja eigentlich nicht in die nächste Welt mitnehmen. Ja, aber um so ein bisschen hier halt die Welt zu verabschieden, da will ich das halt so machen, sozusagen hier meine Schiffe einladen und dann auf in die nächste Welt. Na? Ja, ihr werdet es ja sehen. Ist zwar jetzt nicht unbedingt so schön geworden. Naja, aber es sollte seinen Zweck erfüllen eigentlich. Jo. Meine Herren, das ist doch wieder mehr, als ich eigentlich gedacht habe. Naja, egal, Leute, dann machen wir das halt. So. Ja, das ist leider vom Schiff übrig geblieben. Haben wir leider in der ganzen Zeit nicht geschafft, das Ding da auseinanderzunehmen. So. Ich habe doch mal ein bisschen was vorbereitet. Roter Alarm. Notstation einnehmen. Hey, was ist denn jetzt los? Hilfe, Hilfe! Roter Alarm! Notstation einnehmen! Ja, das heißt, wo unser Sauerstoff ist jetzt wohl komplett. Futsch. Gehen wir hier mal schnell durch den Fluchttunnel. Ja, da könnt ihr schon so ein bisschen was sehen. Ich muss hoffen, dass ich das nicht kaputt mache hier. Roter Alarm! Notstation einnehmen! Roter Alarm! Notstation einnehmen! Ja, so. Roter Alarm. Notstation einnehmen. Wir werden alle sterben. Hilfe. Notstation einnehmen. Nenn die hier an. So. Notstation einnehmen. Mensch, ich bin wieder viel zu langsam. Also, wenn das jetzt wirklich ein richtiger Notfall wäre, da wäre ich schon längst tot. Notstation einnehmen. So. Jetzt noch schnell mein. Notstation einnehmen. Aua, 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 aua. Roter Alarm.
Jetzt schnell Beeilung. Sonst werden wir alle sterben. Wir werden alle sterben. Ich bin viel zu langsam, ey. Wenn das wirklich ein Ernstfall wäre hier. Roter Alarm. Notstation einnehmen. Ja, ja, wir haben es kapiert. Und das Ding hier bewegt sich kaum. Ich weiß nicht wieso. Ich kurbel hier gerade die ganze Zeit. Das Ding bewegt sich überhaupt nicht. Notstation einnehmen. Roter Alarm. Notstation einnehmen. So. Roter Alarm. Notstation einnehmen. Roter Alarm. Okay. Und nach unten, und nach unten, und festmachen. So. Roter Alarm, Notstation. Alter, da Ding ist sogar fast zu klein geworden. Oh, 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 oh. Ja, ich schalte schon aus. Das ist jetzt ein bisschen nervlich. Roter Alarm, Notstation. Einige von euch werden es wahrscheinlich erkannt haben, woher das kommt. So. Ja, aber ihr könnt euch jetzt ungefähr so vorstellen, der Alarm, der läuft jetzt als dummer Alarm. Super. Das sollte eigentlich nicht passieren. So. Ja, ihr könnt euch das ja jetzt ungefähr vorstellen. Der Alarm, der läuft jetzt als stummer Alarm. Und ja, ihr könnt auch schon sehen, ich habe so ein bisschen was vorbereitet. Roter Alarm. Body, body. So. Hilfe, Hilfe. Wir müssen ganz schnell weg. Hilfe, 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 Hilfe. Naja, gut, der ist noch voll eigentlich, aber eigentlich sollte er leer sein. Naja, so. Ja, und das habe ich halt in der ganzen Zeit jetzt gebaut. Ne? Da prinzipiell brauchen wir uns gar nicht immer Gedanken drum machen, um hier Luftausgleich. Ja, das ist halt eine Luftschleuse hier. Und ja. So. Guckt's euch an. Ja, ich zeig mal kurz euch so ein bisschen von innen. Ja, halt, das ist jetzt so geplant, storymäßig. Der Pilot, der hat jetzt halt in Überstunden hat er sich halt dieses Schiff hier zusammengebaut. Der hat jetzt 3 Tage lang nicht geschlafen. Und ja. Gut, könnt ihr ja unten in der Story lesen, und er hat es dann halt fertig gekriegt. Und ja, ist jetzt angekommen heute in dieser heutigen Folge. Und ja, da ging ihm der Sauerstoff aus, ne? Und dann hat er sich halt schnellstmöglich, macht er sich jetzt schnellstmöglich auf den Weg. Ja, hier so ein paar Generatoren aufgebaut. Ja, und da waren wir ja eben schon. Habt ihr jetzt auch wahrscheinlich schon gesehen, so ein bisschen Sauerstoff entwichen. Ja, weil hinten ja der Hangar nicht zu ist. So. Luftausgleich ist da. Gut. Die Geschichte, die läuft jetzt so halt weiter. Jo, und hier guckt euch das, naja, mehr oder weniger schöne Stück an. Ja, ich habe mal das Titan-Triebwerk mal drauf gebaut. Ja, Leute. Würde ich mal sagen. Wir verabschieden uns jetzt von unserer kleinen Donutstation. Und mal schauen, wie es jetzt in der nächsten wird. Da würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt die richtige Kameraeinstellung finde. Vollgas. Und wir fliegen. Alter, was ist das? Also, die gibt auf jeden Fall Speed. Eieieiei. Ach, das war's also. Ja. Das Bohrschiff hatte ich losgemacht und vergessen. Und ich habe sowieso was vergessen, die ganzen Generatoren mal auszustellen. Alter, das Ding, das ist aber auch heftig, ne? Also. Krass. Eieiei. Das war schon mal gar nicht gut. Ja, aber,
Die Story, die läuft jetzt halt so weiter. Oh Mann. Nee, da kann ich nichts mehr retten. Da ist alles kaputt. Da ist alles putte gegangen. So. Das habe ich nämlich noch vergessen hier. Die Landegears gehen ja trotzdem, auch wenn das Schiff ausgestellt ist. Ja, na komm, lass mich rein da. So. Ach, meine Herren. Hör auf rumzunerven hier. Och, Alter. Dass das Ding überhaupt noch Strom kriegt. Ich will doch nur das Triebwerk wegschweißen, Mann. Flexen. War das? Schnauze da jetzt. Jetzt. Halt doch die Klappe hier. Ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Naja. Tschüss. Eita. Das ist heftig. So, in welche Galaxie wollen wir denn? Nee, ich will mal wirklich wissen. Ja, die sieht doch gut aus. So, ich will mal wirklich wissen, wie viel hat das Ding jetzt hier überhaupt? Alter, dieses Ding, dieses... Wie viel Schub bringt dieses Ding denn komplett? Naja, dafür, dass es so groß ist und dann nur knapp 105 km/h bringt. Naja. Naja, Leute. Aber... Oh, Alter, was ist das? Was wieder... Irgendwas, ich muss da die ganze Zeit hier gegensteuern. Nee, aber das war's schon wieder für heute. Auf jeden Fall. Ja, also im nächsten Part, da sehen wir uns denn in der neuen Welt. Also könnt ihr schon mal gespannt drauf sein, was ich mir da so einfallen lasse. Wie wir das am besten gestalten. Also hier irgendwo scheinen immer noch Teile rumzufliegen. Was ist denn jetzt los? Hallo? Ach, scheiße, Trigger sind aus. Ach, diese Trigger-Dämpfer, ne? Trigger-Dämpfer, wo seid ihr? Da. Hm.
ich wollte gerade sagen, ey, hat das Schiff so weit nach vorne gerissen? Aber nö. Ja, Leute, auf jeden Fall. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß in dieser Welt, obwohl wir jetzt hier nicht so viel erledigt haben. Ich kann euch das Schiff ja nochmal ein bisschen von außen zeigen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich freuen. Ja. Da habe ich so einen riesen Generator reingehauen, damit. Weil dieses Triebwerk, das verbraucht doch ganz schön viel. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich wieder sehr freuen. Ja, also am besten gefällt mir auch hier das, die Front, also. Nur. Ja. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal. Ja, da sehen wir uns ja in der neuen Welt. Also, unser Astronaut, der legt sich jetzt in Tiefschlaf, setzt das Schiff auf Autopilot und fliegt in die nächste Welt, in die nächste Galaxie. Und da werden wir uns wiedersehen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.